Dachte ich, dein Können soll nicht in Vergessenheit geraten. Ich hasse diese Gabe. Das jetzt. Zum einen stören mich diese Mechanheiten hier schon enorm. Bei der Speer da unten auch. Ach, ich weiß, was ich mache. Wenn es nicht mehr reicht, baut man einfach einen dicken Panzer. Selbst wenn er es jetzt irgendwie noch schafft, dass er sich da oben noch behaupten kann, irgendwann kommt von hier unten auch nochmal eine kleine Armee und fällt ihm dann in den Rücken. Und hier oben verliert er auch langsam den Boden. So, da kriegt gleich wieder eine Infanterie 5 Schaden. Langsam müssen wir jetzt mal anfangen, hier hinter der Frontlinie noch ein bisschen aufzuräumen. Der hat hier schon wieder eine Artillerie gebaut. Was machen wir da? Erstmal den TTP kaputt machen. Dann langsam mal das Zeug besetzen, damit wir auch ein bisschen mehr Kohle kriegen. Und damit er auch weniger kriegt. Welche Seite kriegt diesmal den Beschuss ab? Schade, leider die falsche. Hm.
hätte jetzt die andere Seite erwischt, dann hätte ich schön die Artillerie gleich noch mitkriegen können. An die Front. Ab nächster Runde kann ich dann auch hinter der Front ein bisschen aufräumen. Eigentlich kann ich jetzt schon damit anfangen, hinter der Front mal aufzuräumen. Ja, wenn er sich jetzt nach unten konzentriert, dann kann ich von der anderen Seite wahrscheinlich leichter durchbrechen. Also entweder das oder die untere Seite rennt einfach bei ihm durch. So. Die untere Seite braucht auch ein paar schwerere Geschütze. Tschüss, Artillerieeinheit. War nicht schön mit dir. Wobei, alles, was sie mir kaputt geschossen hat, waren eine 2 HP Infanterieeinheit. Von dem her, so viel Ärger hat sie mir gar nicht gemacht. Sie hat mir nur einmal einen Angriff verhindert. Wollen die heute alle wieder Face von mir in Facebook? Das ist ja unglaublich. Das ist ein tolles Geräusch, was ich da gerade gehört habe. Ach, was soll der Geiz? Na dann haben wir mal rein. Overdrive. Finde ich toll, dass sie diesen Namen von der Gabe nicht übersetzt haben, weil ich weiß nicht, was da wieder Blödes rausgekommen wäre.
mag diese Gabe. Wird schon gehen. Auch wenn es nicht ganz so viel macht, wie ich gehofft hätte. Und der kann es jetzt finishen. Das war's. Und da gibt immer noch mal eine schwarze Welle. Er spammt noch mal Infanterie und Mecheinheiten, wo er nur kann. Viel bringen wird sie jetzt aber nicht mehr, weil ich habe schon Titanpanzer in seinem Lager drin stehen. Also. Mit dir. Hier kann man noch mal anfangen zu besetzen. Zwei Basen, in denen er was bauen kann. Und er spawnt natürlich Mecheinheiten. Was würde ich auch machen in so einer Situation? Nur dass seine Situation schon etwas aussichtslos ist. Machen wir schließlich mehr Kappa, dass er produzieren kann. Vor allem habe ich immer mehr Truppen in seiner Basis. Der gibt wohl nie auf. Hm.
Dürbentlich. Ich will doch zu meiner Lieblingsmission. Ich glaube, ich kriege ihn jetzt klein. Ja, ich habe ihn. Die Infanterieeinheit da unten, die kriege ich auch noch. Oder Mecheinheit. Bye bye, Hawkey. Sie sind bis hierher gekommen. Wir sollten uns zurückziehen. Sag den Soldaten, sie kämpften wahrlich heldenhaft. Sag ihnen, ich bin stolz auf sie. Jawohl, Kommandantin. Chess, es war eine Meisterleistung. Es war das Werk der Soldaten. Mein Beitrag war nur gering. Da gebe ich dir ausnahmsweise recht. Egel, halt mal die Luft an. Du warst gar nicht mal so übel. Du hast es zumindest nicht vermasselt, Karotte. Also, hör mal, Egel. Wo ist der hingegangen? Chess, ob du es glaubst oder nicht, er meinte das als Kompliment. Das weiß ich, aber er könnte das nicht. Könnte das nicht etwas netter sagen? Mission complete. Da hat es in der Technik ein bisschen gefehlt. Aber ich hab's geschafft.